Liebe FCK-Fans, wir freuen uns ganz besonders, euch heute unser neues Format vorstellen zu dürfen. Das Spielerduell, präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. In diesem Duell werden zwei unserer roten Teufel gegeneinander antreten und sich dabei in verschiedenen Spielen jedes Mal auf eine ganz neue Art und Weise miteinander duellieren. Und dafür haben wir uns natürlich auch einen Experten geholt, und zwar vom Forstbetrieb Ruffing, Marcel Schmidt. Wir freuen uns, dass du hier bist. Hi, grüß dich. Bevor wir gleich ein bisschen mehr ins Detail gehen, so ein Spielerduell auf dem Betze, wie ist es dazu gekommen? Im Prinzip war es ja eure Idee und wir fanden die natürlich klasse, haben gesagt, kann ja ein bisschen Spannung mal noch mal zusätzlich auf eure Social Media Kanäle, dass wir euch mal unsere Arbeit ein bisschen näher bringen können. Du sagst es schon, in den Spielen wird es darum gehen, euch auch ein bisschen darzustellen. Sag uns ganz kurz, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Wir sind primär im Privatsektor tätig, dort gärtnerisch genutzte Anlagen, Privatgärten, aber auch natürlich für die Industriefirmen, wo wir Bäume fällen, pflegen, schneiden. Genau, das ist unsere Arbeit. Und genau das wird sich in den Spielen wieder zeigen. Und wir haben natürlich fürs erste Duell schon die ersten beiden roten Teufel ausgewählt. Hendrik Zuck und Philipp Percher, wir freuen uns, dass ihr hier seid und dass ihr das erste Duell auf euch nehmt. Hecke, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, was so ein Forstbetrieb macht. Was glaubst du, was für ein Spiel könnte euch heute erwarten? Ja, also Zucki und ich sind natürlich sehr gespannt. Wir haben auch vorhin schon ein bisschen drüber geredet, was kommen könnte. Haben wir Baggerfahren mal in den Mund genommen. Ich glaube, das wird jetzt nicht kommen. Aber ja, wie gesagt, im Heckenschneiden bin ich sehr, sehr stark. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt gleich auf uns wartet. Zucki, du bist einer der Spieler bei uns, der schon Titelgewinner ist. Du bist unser amtierender Betzewisser. Was glaubst du, wie stehen deine Chancen in diesem Duell, dich wieder gegen deine Kollegen durchzusetzen? Ja, das wird man sehen. Es ist ja ein anderes Format. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit großem Wissen zu tun. Also gehe ich mal von aus. Ich weiß es zwar noch nicht, aber deswegen bin ich auch gespannt, was kommt. Und ich versuche natürlich, einen Titel zu verteidigen. Der Jungs sind jetzt ein bisschen aufgeregt. Bevor wir gleich rüber zum Spielfeld gehen, Marcel, was sagst du, worauf wird es heute ankommen? Ja, Wendigkeit, würde ich mal sagen. Klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, vor allem die zwei nicht. Wir gehen jetzt mal rüber und schauen, was wir da aufgebaut haben. So, wir sind hier an unserem Spielfeld angekommen. Hecke, wir sehen einen Parcours, wir sehen da schon ein Rasenmäher stehen. Was wird wohl auf euch warten? Ja, das ist natürlich die Frage. Nee, wir müssen da wahrscheinlich so schnell es nur geht durchfahren durch den Parcours. Und dann denke ich mal, der Schnellere wird das Spiel gewinnen. Das klingt schon sehr gut. Damit ihr aber auch genau wisst, was ihr machen müsst, um hier heute unser Duell zu gewinnen, wird Marcel als unser Experte jetzt nochmal ganz kurz erklären, wie der Ablauf ist. Genau, also ich mache Schiedsrichter. Ihr werdet auf mein Signal mit dem Rasenmäher losfahren, in den Slalom. Keine Hindernisse umfahren. Jedes umgefahrene Hindernis bedeutet 5 Strafsekunden. Außerdem könnt ihr dann entsprechend auf der Zielgeraden natürlich nochmal ordentlich Gas geben. Wer am schnellsten von euch ist, kann entsprechend gewinnen. Dazu vielleicht noch, ihr habt jeder 3 Versuche. Ihr werdet abwechselnd fahren. Jeder hat 3 Möglichkeiten. Natürlich wird nur die Bestzeit gewertet. Habt ihr noch Fragen? Nee, keine Fragen. Alles soweit? Das Ding drauf. Let's gut, go. Dann haben wir nur noch eine Aufgabe zu erfüllen, um zu ermitteln, wer anfängt. Bitte ich euch, einmal Schnick, Schnack, Schnuck zu machen und der Gewinner darf dann schon gleich auf den Rasenmäher. So, Zucki fängt an, wunderbar. So, na jetzt gab es eben noch mal eine kurze Einweisung, wie unser Rasenmäher funktioniert. Zucki, du bist bereit? Ich bin bereit, habe alles verstanden. Dann viel Erfolg für die erste Runde. Zucki, erste Runde ist geschafft. Marcel, was steht auf der Uhr? Ja, 53,6, also aufgerundet die 59 Sekunden, weil wir haben 5 Strafsekunden wegen einem umgefahrenen Hindernis. Ich würde mal sagen, unter einer Minute ist kein schlechter Start. Zucki Hecke, ich würde dich bitten, nimm den Platz ein, fahr den Rasenmäher vor und dann sehen wir, was du gleich hinlegst.
So, Hecke, auch du hast die erste Runde geschafft. Es gab jetzt hier gerade kurz schon Diskussionen im Ziel, da du leider eine Stange, ganz am Ende eine rote Stange, liebe Fans, ihr werdet es vielleicht nochmal sehen, gleich bei den nächsten Runden, nicht umfahren hast. Damit ist der Parcours nicht absolviert, wie er sollte. Und wir haben jetzt keine Zeitnahme für dich, ist aber nicht so schlimm. Du hast ja immer noch zwei Runden, um gegen Zucki aufzuholen. Du weißt, welche Zeit es zu schlagen gilt. Aktuell führt Zucki damit und ich würde sagen, schwing dich rauf und schau mal, wie es weiterläuft. Okay, die zweite Runde ist geschafft. Marcel, hat er sich verbessert? Ja, er hat sich verbessert. 56 Sekunden. 3 Sekunden besser. Und das trotz eines Fehlers, Zucki. Ich würde sagen, da ist für die letzte Runde noch einiges drin. Aber Hecke, erstmal wünschen wir dir viel Erfolg für deine zweite Runde. Das war sensationell. Eine komplett fehlerfreie Runde. Marcel, wir warten alle ganz gespannt auf das Ergebnis von Hecke. Wie schnell war er? Ja, mit 54 Sekunden perfekt. Vorne. Kommt nichts mehr drauf. Hecke liegt aktuell in Führung vorm letzten Durchgang. Zucki, was musst du jetzt machen, um das Ding doch noch nach Hause zu holen? Die Zeit schlagen, würde ich sagen. Und ja, kein Fehler machen. Dann gewinne ich das Ding. Gut, dann viel Erfolg. Marcel, sag uns, war das deine beste Zeit? Die beste Zeit bis jetzt, 48 Sekunden. Das ist ordentlich, das war auch die erste fehlerfreie Runde von Zucki. Hecke, wie groß ist jetzt der Druck vor deinem letzten Durchgang? Ja, natürlich ist die Anspannung spürbar hier, aber ja, ich werde alles geben. Dann gucken wir mal, was am Ende da für mich rauskommt. Wir sind sehr gespannt, wir wünschen dir viel Erfolg. Ja, also ohne Strafzeit, 55 Sekunden. 5 Sekunden müssen wir draufrechnen, 60 Sekunden. Leider nicht so schnell. Das heißt, wir haben einen Gewinner in unserem ersten Spielerduell präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Henrik Zuck hat hier mit einer unfassbaren Zeit von 48 Sekunden durch den Parcours den ersten Sieg geholt. Ja, wir sind am Ende angekommen von unserem ersten Spielerduell, präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Zucki, hättest du gedacht, dass du dir hier heute den Sieg holst? Ja, warum nicht? Wir wussten beide nicht, um was es geht hier.
ja, wir haben es beide gut gemacht. Meine Zeit war ein Tick schneller, aber hat Spaß gemacht und der Hacker hat sich wacker geschlagen. Marcel, an dich als Experten die Frage, was war deiner Meinung nach am Ende ausschlaggebend dafür, dass Zuki das Ding für sich entscheiden konnte? Ja, ein kontrolliertes Handling, ne? Er ist schön durch den Slalom-Parcours, ohne jetzt zu weit auszuholen, sah super aus und hat dazu geführt, dass man wenige Hindernisse und eine kurze Strecke gefahren ist. Genau, super. Vielleicht tauscht ihr einmal kurz die Plätze, Hecke, komm ein bisschen zu mir. Woran hat es jetzt gelegen, dass es heute nicht für den Sieg gereicht hat? Ja, ist natürlich ärgerlich jetzt, ne? Weil meine zweite Runde, glaube ich, war echt gut. Ja, dann war ich wahrscheinlich mental nicht da vor der letzten Runde, weil ich dachte, okay, jetzt ist gegessen. Aber nee, muss man schon sagen, der Zuki hat das sehr gut gemacht, hat er verdient gewonnen. Gratuliere ich ihm auch hier. Hast du gut gemacht. Ja, und ich muss weitergehen, muss jetzt öfter mal trainieren, muss die Platzwerte mal fragen, ob ich die eine oder andere Stunde hier nehmen kann. Und dann gucken wir mal in Zukunft. Eine Aufgabe hast du jetzt aber noch, denn du als Verlierer darfst den nächsten Gegner für Zuki nominieren. Wer glaubst du aus der Mannschaft ist in der Lage, Zuki im nächsten Spiel zu schlagen? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube der Nico Sessa. Zuki, was sagst du zu deinem nächsten Gegner? Ja, er kann gern kommen. Ich bin bereit. Bin gespannt, was für Spiel wir machen. Das werden wir dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Liebe Fans, wir hoffen, ihr habt beim Zuschauen mindestens genauso viel Spaß gehabt wie wir hier vor Ort. Unser erstes Spielerduell ist damit vorbei. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn das Duell dann heißt Hendrik Zuck gegen Nicola Sessa.